Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Imperial Agent bzw. Scharfschütze. Ich habe in der Zwischenzeit mal wieder ein paar verschlossene Vorratskisten erfahren, werde die dann nachher auch noch offscreen öffnen und dann am Ende der Folge noch zeigen. So, diesmal bin ich mal wieder alleine, denn in dieser Folge werde ich mal wieder nichts Besonderes machen. Ich werde jetzt nur noch mal die restlichen Kommandokisten hier öffnen, die ich noch habe. Und übrigens, wer hier so einen Kundschaftergleiter haben will, verschenke ich zweimal Kundschafter, einmal auch Ausbeuter. Ja. Den Rest, den habe ich halt nicht hier. Okay, sondern Kundschaftergestell. Also auf jeden Fall zweimal Kundschafter und einmal Ausbeuter. Wer es haben will, kann es gerne in die Kommentare schreiben, die werde ich dann die ganzen Teile zuschicken. Könnt ihr auf Nascha da einlösen, habe ich auch schon mal gezeigt in dem Video. Ja, ich wollte nochmal hier die ganzen restlichen Kisten öffnen, die ich noch übrig habe, weil die nehmen mir einfach nur Platz weg und ja gut, vielleicht ist ja irgendwas Tolles da drinne. Können wir mal gucken hier. So, dann öffnen wir mal die erste. So, das ist drinne. Kommandotoken nehme ich immer gerne. Schrott nehme ich auch immer gerne mit. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt eigentlich dadurch den Rang steigern? Das wäre mega geil jetzt. Oh, MK11. Ach komm, nehme ich mal mit hier. Ist besser, deswegen nehme ich es mal. Ansporn, warte, den Rest frage ich mir jetzt. Kann ich das jetzt? Nein, kann ich nicht, oder? Habe ich es bekommen? Anscheinend nicht. Okay, dann lasse ich das lieber. Dann lasse ich die erstmal da drinnen. Das ist schlechter. Das nehme ich wieder mit. Den Rest, den lasse ich jetzt erstmal hier drinnen. Da kann ich jetzt leider nichts mehr machen jetzt hier. Ein Gleiter. Koreas Prinz. Koreales Prinz, genau. Ich glaube, der ist was wert. MK12, MK13. Nee, das lasse ich lieber. Das beanspruche ich hier erstmal. Das hier, was ist das hier? Ruf. Schreckenzinker habe ich schon längst voll. Ich kann das jetzt natürlich hier nicht wegmachen. Das bin ich voll. Scheiße. Feldflotte kann ich immer gut gebrauchen. Was erlebten wir jetzt den Kommandanten? Nee, das nur das lieber. Jetzt habe ich das Problem, dass ich voll bin, so ein Scheiß. Ja, 1 Million, genau. Wie kriegt man denn dafür? Gar nichts. Wow. Fangen Sie seiner Charakter ist dort also ein Scheiß. Ich bin voll. Soll ich jetzt den ganzen Scheiß hier machen? Ich muss irgendwie in den Scheiß loswerden. Gut, dann verkaufe ich den Ruf halt hier. Pech gehabt. Guck mal, hier Affen ist online. Egal. Da muss ich das jetzt dann, muss ich es mal wohl wohl oder übel verkaufen. Ich würde den ganzen roten Kram mal an nicht nehmen. Ja, kann ich jetzt leider auch nichts für, weil ich kann es hier nicht desentieren, weil dann kriege ich nämlich keine Kommandopunkte. Oh, ich habe immer so wenig Platz hier. Das und das nehmen wir einfach mal. Ich habe schon wieder 6 hier, 11 von 10. Und schon wieder bin ich voll. Was haben wir hier? Belsavis. Oh, hier kommt ein Blastergewehr. Und gleich bin ich wieder voll. Kein Einfluss auch noch. Vielleicht kann ich es ja am Handelsmarkt alles verkaufen. Dass man hier nichts kriegt, das finde ich scheiße, ehrlich gesagt. Es wird ja hier sogar angezeigt, aber das finde ich dann wieder ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Dann soll die es anzeigen. So, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich voll. Toll, ey. Muss ich mal kurz mal entsorgen hier, bis gleich. So, hab wieder ein bisschen Platz gemacht. Ich konnte einfach nicht mehr Platz schaffen hier. Bin schon wieder voll, ey. So ein Scheiß, ey. Dorn kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Der ganze Mich das Kram, ich will den nicht. So wie hier. Ja, wenn Ruf. Zack, zack. Ist das hier? Nee, das will ich auf gar keinen Fall. Ich muss aber trotzdem. Warte, muss ich bis warte? 200. So, weiter geht das. Fröhliche Kisten öffnen.
Wo gerade gemerkt, dass Dings da wieder online ist. Hier. Wo gerade schon ein bisschen geschrieben hier. So. Was haben wir denn hier? Scheiße. Das da nehme ich jetzt einfach mal mit. Ich habe so viel Kack hier drin. Aber ich will das alles nicht so viel. Ich will das nicht so viel wegschmeißen hier. 320.000, ja gut. Moment. Das ist das Falsche. Egal, ich verkaufe trotzdem für 300.000. Dann ist so 300.000, 300.000. Genau. Dann geht's jetzt weiter. Jetzt bin ich schon wieder voll. Geil. Was ist das? Kunstfertigkeit, ey, so ein Scheiß. Ich ärgere das jetzt gerade so, dass ich jetzt hier alles wegnehmen muss und dann trotzdem wieder verkaufen muss. Ist die Waffe zumindest was wert? Nö. Habe ich das Ding hier? Oh nein! Ey, das ist jetzt nicht deine Scheiße ernst, oder? Aber nehmen werde ich es mir trotzdem. Ich werde es behalten. Ich mir aufheben noch. Die Kiste war geil. Zumindest habe ich wieder so ein Ding hier bekommen. Auch wenn ich da jetzt kein Abonnent mehr bin, deswegen nicht nehmen darf. Scheißdreck, ey. Ich werde die trotzdem mal behalten. Den Wertag zeige ich zum Schluss. Warte mal, ich hasse, dass dieser Chat hier so voll gespammt wird. So, weiter geht's. Oh, was ist das hier? Feldflotte brauche ich auch wieder. Warte. So, oh, es gibt hier ordentlich Ruf. Warum gibt es so viel? Warum gibt es eigentlich so viel Ruf hier? So, nächste Kiste. Oh, das ist so ärgerlich, dass jetzt hier alles rausfliegt. Das kann, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich. Mal schauen. So, weiter geht's. Will mal zwischendurch ein bisschen was schreiben, deswegen. Oh, geil. Das war trotzdem scheiße, egal. Nehme ich mit. Oh, ich würde das jetzt sogar in alles in Kommandoerfahrung umwandeln, aber es geht leider nicht. Ich beanspruche jetzt mit dabei alles hier. Oh, ich kann das sowieso nicht wegwerfen. Schreckenshinker. Habe ich leider schon voll. Komm hier, den dummen Bauplan hier. Warte, Biochemie. 600. Schon wieder eine lila Waffe, aber auch wieder schlechter, leider. Oh Gott, ich hätte die Kisten noch lieber aufheben sollen, egal. Komm, die letzte Kiste hier. Wieder ein schönes Gefährtgeschenk. Das Ding lasse ich da gleich drin. Sündfertigung. Um 0 Uhr vor YouTube gucken ist auch geil. Ja gut, ich gucke mal abends. Weg den Scheiß, ich könnte natürlich jetzt auf im Handelsbar gucken, aber da habe ich jetzt keine Lust zu. Zack, 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 alles weg, was keine Miete zahlt. So. Alter, ey. Denke ich mir die, also. Kleiner Tipp für euch, also behaltet am besten eure Kisten. Solange bis ihr wieder Abonnent seid, öffnet sie dann erst, weil sonst habt ihr gar keinen Platz. Ich habe auch noch ein paar Kommando-EP-Pakete aus Flashpoints. Aus dem, das war noch aus dem schweren Flashpoint. Was mache ich eigentlich hier dran? Ich wollte hier hin und dann da unten. Oh, ich hasse, das ist mir so. Warte. Das ist mal so machen, weil sonst geht's nicht. Egal. Gut, dann. War jetzt so die anderen Kisten? Ach komm, wir haben genug Kommandokisten hier aufgemacht und bräuchte ich das nicht zeigen. Eine seltene Sache bekommen. Ah ne, warte, den Gleiter wollte ich euch noch zeigen.
Und dann habe ich mal kurz, was habe ich raus? Hier ist Makrofänger, das kann ich mal kurz mal rausschmeißen. Speichere dann gleich wieder rein. So. Oh. Ja, dann bist du ein bisschen an den Cantina-Gleiter. Ab wo Cantina-Gleiter? Ich glaube, morgen wird es wahrscheinlich wieder einen neuen Code geben. Guck mal kurz hier. Also die gehören auf, die gehört auf jeden Fall nicht dazu. Ist auch so eine Korea-Sorte, aber nicht vom Cantina-Code. Also wahrscheinlich wird der hier bald mit dem Code erreichbar sein. Den werde ich euch natürlich dann auch zeigen, wenn der Code da ist. Also heute ist ja Cantina-Event. Wahrscheinlich wird dann morgen oder so der Code im Internet stehen, dass ihr euch den. Da werde ich euch den auf jeden Fall auch zeigen, natürlich. Gut. Also Marco fängt das wieder rein. Dann mal los. Ich sehe jetzt auch in den Fähigkeiten mit drin. Komischerweise habe ich zwar immer noch hier unten Suchtruiden, aber. Ja, das liegt aber daran, dass das Spiel verbuggt ist. Weil ich den eigentlich gar nicht haben sollte. Und das Ding werde ich mir auf jeden Fall irgendwo reinschmeißen. Ich habe eine Menge Gleiternavigation, ich weiß. Habe ich beide gekauft. Ja gut, dann war es jetzt mit der Folge. Die andere Kiste mache ich nicht mehr auf, weil ich habe gerade keine dabei. Will jetzt auch nicht extra welche holen. Dann bis bald. Ciao.